Kleinkinder haben häufig Nasenrachenpolypen, auch adenoide Vegetation genannt. Die sitzen am Ende der Nase im Nasenrachen und verlegen dort häufig die Atemwege, die Verbindung zwischen Nase und unterem Rachen, sodass die Kinder tagsüber häufig mit offenem Mund zu sehen sind und nächtlich ein starkes Schnarchen zeigen. Zudem sitzen die häufig vor dem Tubenwulst, was wiederum dazu führt, dass die Belüftung des Mittelohres beeinträchtigt ist und die Kinder einen chronischen Paukenerguss ausbilden. Das wiederum bedingt, dass sie schlecht hören und die Sprachentwicklung möglicherweise beeinträchtigt oder verzögert ist. Die kindlichen Nasenpolypen sollte man beim Hals-Nasen-Ohrenarzt untersuchen lassen und wenn sie vorliegen, dann operativ entfernen lassen. Das Kind wird es Ihnen danken. Am nächsten Tag nach der Operation kann es vernünftig durch die Nase atmen, es schließt den Mund und es schläft deutlich ruhiger. Bei Kleinstkindern würde man die Mandeln operieren, wenn sie besonders groß sind und die Kinder beeinträchtigt sind beim Atmen und beim Essen. Kinder mit sehr großen Mandeln können das Essen kaum runterschlucken, egal wie klein sie es gekaut haben. Man denkt, sie hätten zwei Kartoffeln im Hals und werden dadurch doch arg gepiesackt. In solchen Fällen würde man die Mandeln lediglich verkleinern. Das heißt, es verbleibt ein Teil der Mandel, die immunologische Aufgabe der Mandel bleibt erhalten. Es wird aber deutlich mehr Platz geschaffen. Ein zweiter Grund, warum Mandeln auch im Kindesalter schon entfernt werden, ist, dass es zu chronischen Entzündungen kommt oder zu wiederkehrenden akuten Entzündungen, die häufige antibiotische Therapien bedürfen und letztlich der Allgemeinzustand der Kinder dadurch so stark beeinträchtigt ist, dass es gerechtfertigt ist, die Mandeln vollständig zu entfernen. Vielleicht kennen es viele Eltern, dass sie ihre Kinder rufen und die reagieren gar nicht oder es gibt Geräusche auf der Straße, die von dem Kind gar nicht wahrgenommen werden. Dann empfiehlt es sich auch, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt zu gehen, um einmal das Trommelfell beschauen zu lassen. Häufig zeigen Kinder eine Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr, in dem Raum hinter dem Trommelfell, die verhindert, dass der Schall vollständig auf das Innenohr übertragen werden kann. Dieser länger bestehende Paukenerguss, der dickt dann ein, deshalb nennt man das auch Glue-Ear, Leimohr. Das wird eine ganz zähe Flüssigkeit, die letztlich auch nur durch einen Schnitt ins Trommelfell und Absaugen des Ergusses behoben werden kann. Wenn das Kind schon beginnend eine Sprachentwicklungsverzögerung zeigt, dann empfiehlt es sich auch, ein Paukenröhrchen einzusetzen, das quasi künstlich die Belüftung zur Paukenhöhle aufrechterhält für eine gewisse Zeit. Das fällt dann in der Regel von alleine wieder raus und das Trommelfell verheilt von alleine.